Hallo! Komm! Nobby! Nobby! Ja! Nobby! Ja, hier drüben! Hallo, Nobby! Hallo! Ich freue mich, dich zu sehen! Ja! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr fragt, ich fahre. In diesem Video geht es um ein sehr, 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 sehr schönes Auto, ein sehr interessantes Auto. Ein Auto, was ich bis jetzt nur am Schlüssel angefasst habe. Mhm. Ja? Ich habe es mir auf einer Messe mal so von außen ein bisschen angeguckt. Ich habe noch nie drin gesessen, ich habe noch nicht gestartet, ich weiß gar nichts. Auto ist live, muss ich sagen, deutlich schöner, denn das Auto, ich meine, gleich geht es zu euren Fragen, okay? Zwei Sachen, eine nicht so gute Sache, eine sehr interessante Sache, die will ich selbstständig sagen. Mhm. Okay. Und ich weiß nur 6,2 Liter, um die 500 PS. Weil das Auto wird in Deutschland, glaube ich, ein bisschen weniger Leistung haben, weil... OPF. Wir wollen den OPF. OPF. Wir wollen den OPF. OPF. Ganz böses Wort. Ich finde, das ist ein wunderbares Wort. Ernsthaft? Ja, komm, dann reden wir mal über also ich sag erstmal die beiden Sachen, okay? Ja, okay. Bevor die Fragen dann kommen. Alles klar. Okay, perfekt. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ui, ist aber hell. So, nah auch, ne? Eieiei. Alles klar. Das sind nur zwei Sachen, die ich bis jetzt so aus der Distanz wusste. Okay? Mhm. Weil jetzt, wo ich so dran stehe, sehe ich noch ein paar andere Sachen. Alles klar. Aber die Bilder, die sind echt ungünstig, finde ich, von diesem Auto. Das ja. Ist aber ein... Ich sehe es ja. Selber jetzt zum ersten Mal so live. Ja. Also, mein Bocklevel aufs Auto ist hoch, muss ich sagen. Weil wir machen mal ein Bild rein. Es gibt so einen Typen bei Instagram, den ich manchmal angucke. Wenn ich das noch finde, der hat da Räder drauf gemacht und tief. Okay. Wenn du das siehst, sehr, sehr gut. Okay. Sehr, sehr, sehr gut. Ich muss eben die Kiste wegtun, dann geht's los. Jappa. So Lexus-like irgendwie, oder? ihr müsst den Nobby mal sehen. Guckt er so drauf und freut sich voll so. Ich denke, was hat er denn? Das ist voll schöne Innenraum. Ja, so. Weil das mal nicht schwarz ist. Also schwarz. Ja, das sieht wirklich gut aus. Ja. Also, eine Sache, die ich nicht so gut finde, dass das hier, das Blech oder das Kunststoffteil, sehr gespannt ist. Mhm. Das heißt, wir haben über dem Rad für einen Sportwagen, für einen Mittelmotorsportwagen, sehr viel steile Wand. Mhm. Was ein Auto immer sehr boxy macht. Ne, wenn ihr jetzt, stehe ich mal hier hin. Ja, ist natürlich wuchtig. Wenn du da so ein. Genau, ist sehr boxy. Da hätte ich schöner gefunden, man würde hier den Wagen etwas reinschieben, um hier mehr Aufbaufläche zu haben, dass so ein bisschen fließendere Form ist. Weil wenn du nämlich jetzt von hinten drauf guckst, ist er schon wie so ein Nike Air Jordan Karton. Allerdings, ja. Ne, ist schon sehr boxy. Ist aber sehr viel los, formtechnisch. Ja, ja, ist sehr viel los. Und dafür, wenn viel los ist, kann auch viel Scheiße mal passieren. Francis hat ganz so abgenommen, ne? Ja. Francis, kommst du da? Oder ist das Denzel Washington? Nein, du bist es, Francis! Ja, sehr! Wie viel hast du abgenommen? Bis jetzt 10. 10 Kilo? Ja. Wuhuhu! Was kommt denn da? Cooles Teil, oder? Ja. Pass ich da rein? Jetzt, wo du 10 Kilo weniger wiegst? Mach auf! Ja, wie? Ja. Ui, ja, ja, da ist kein Platz. Jetzt beeil dich! Ist kalt. Guck mal, wie elegant. Princess, ich mach's ja nicht zum ersten Mal. Geiles Teil. Ja, ne? Ja, da so ein bisschen komisch, aber... Steht dir auch gut. Aber im Aussteigen musst du noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Aber danach, das Lachen passt. Ja, viel Spaß. Ja, tschüss, ne? Auf jeden Fall. Designtechnisch, wenn man viel macht, ja. Dann kann auch viel in die Hose gehen. Aber das ist nicht passiert. Bis auf das hintere Seitenteil, aber das wird sich in der Z06, die wahrscheinlich kommen wird, regeln. Mhm. Weil die Z06 hat immer einen anderen Body als die schmalen, die ersten Varianten. Und das zweite, was ich sehr, sehr, sehr interessant bin, wo ich super gespannt bin, da setzen wir uns mal rein ins Auto. Das erzähle ich, wenn wir drin sind, ja. Weil mir nämlich auch kalt ist. Mhm. Haben wir die Grier auch? Ja, haben wir dabei. Also ich habe bei Instagram gesehen, dass wenn man das Auto anmacht, dass da auf dem Tacho richtig Party los ist. Aber bevor wir das machen, genau, man kann das Dach rausnehmen. Ja. Ja. Gibt aber auch als mit Dach zu, ne? Es wird ein Cabrio kommen, aber mit einem Hardtop, wo man, glaube ich, nicht so doll erkennen wird, dass es ein Hardtop ist, also mit einem elektrischen Metalldach. Dann
Klebt es das hier? Ob es ein festes Dach gibt, weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber sehr krasser Innenraum, Leute. Und das ist Metall. Das ist Metall. Die Knöpfe. Das ist nicht Kunststoff. Hier ist noch einer. Auf der anderen Seite? Ach, der ist nachträglich reingebaut, deswegen. Weil der, das ist ja ein, genau, man muss also Entschuldigung sagen, das ist ein US-Fahrzeug. Mhm. Das ist noch nicht das deutsche Fahrzeug, weil das deutsche Fahrzeug gibt es noch nicht. Aber ich bin gerade ziemlich impressed, wirklich. Mhm. Ein Knopf geht auf hier. Da steigen immer mehr drauf, ne? Auf dieses. Ja. Oh, merkst du das? Knopf hier. Ja, sehr, sehr elastisch. Sehr. Oh, da! Hey, warum hat das denn jetzt gemacht auf einmal? Ich glaube, weil ich den Gurt angepackt habe. Oder, nee, weil du Tür aufgemacht hast kurz. Warte mal. Ich mach einmal so, okay? Ich glaube, das ist wirklich, wenn das ausgeht und dann die Tür wieder aufmacht. Okay. Also, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich noch sagen wollte, bevor die Fragen kommen. Wie ich es gelesen habe, ist das Bremspedal ein Poti. Da ist zwar ein Zylinder hinter, aber der Bremsdruck ist alles über einen Wegregler getan. Das heißt, du drückst nicht mehr wirklich den Benzindruck, die Bremsflüssigkeit wirklich per Fuß, sondern das ist wirklich digital. Finde ich mutig, kann aber auch sehr viel geile Effekte dazu bringen. Ja, erste Frage. Sieht schön aus hier, ne? Also viele finden das ja scheiße, aber ich finde das ziemlich damn sexy. Und mal anders vor allem. Ja, ich glaube, bei Nacht ist das geil, wie so ein Jet. Weil nichts nebeneinander, alles untereinander. Ja, ist wie ein Jet. Wie ein Jet. Das ist nur Klimatisierung. Alles. Ja, schmeiß mal an. Das hat sich schon mal. V8 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Ja. Man sieht halt Motor, ne? Aber da würde ich als Tuner zum Beispiel angreifen und eine Motorraumverkleidung anbieten. Ist geil. Ich muss was sagen, was ein bisschen frech ist. Ein Volkswagen-Konzern kriegt den Tacho nicht so geil hin wie in der Corvette. Und den Tacho und auch den Übergang in den Display, weil das ist ja von der Architektur ein bisschen Golf 8, ne? Ein bisschen. Mhm. Dass das übergeht und dann so angewinkelt hier ist. Aber das sieht hier drin besser aus als in dem Golf. Ja, Frage. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass wir außen anfangen, weil die Fahrt... Wir können auch außen anfangen, wenn das für dich besser ist. Dann fahren wir in den Hof. Ja, würde ich sagen. Lass uns im Hof machen. Ja. Okay. Dann können wir eben da drum herum laufen und gucken kurz und dann... Okay, was muss ich... So geht das. Okay, man merkt schon sehr viel Sturz. Ja. Wenn das dieses Gepöppe ist, was du gerade gemerkt hast, ist das einfach nur, wenn du die Räder anstellst, dann stehen die Räder ja nicht so zur Straße, sondern so. Und dann fällt der Reifen immer von der Innenflanke, fällt der immer ein bisschen runter. Wenn man es nicht kennt, fühlt sich das kaputt an. Ich habe ein sehr wertiges Innenraumgefühl. Deutlich wertiger als die alte sogar. Lenkrad ist echt eckig, ne? Ist genauso eckig wie das Heck. Guck mal hier, Das wird nachempfunden. Guck mal hier. Boah, so ein eckiges Lenkrad hatte ich noch nie. Außer in so einem Formelauto, was ich mal gefahren bin. Aber hier. Von oben abgeflacht. Das habe ich auch nie gesehen. Das ist echt krass, das ist wie ein Fernseher, den du fährst. So. Irgendwann müssen wir das mal machen. Beim letzten Mal, ihr fragt, ich fahre bei dem Mustang, war das ja auch so, bei dem Mach-E. Ne, am Anfang sieht das Auto so. So. Das ist echt, das sind die besten Reaktionen. Okay, Frage 1. Ja, okay, Moment. Die erste Frage von Zecheklatsch. Hat die Corvette durch das neue Konzept ihren Charakter verloren bzw. verändert? Massiv. Optisch, wir dürfen nicht mal davon ausgehen, dass alle Menschen Autoprofis sind. Optisch würde ich sagen, würde der Laie das nicht als Corvette erkennen, aber die alle Corvettes davor schon. Man muss aber dazu sagen, ich glaube 1961 war das Thema Corvette schon als Mittelmotor gedacht. Es gab schon mal einen Prototyp, wir können es mal rausrecherchieren, irgendwo in dem Zeitalter, was ich gerade gesagt habe, gab es mal ein Mittelmotor-Corvette-Fahrzeug. Da wollten die auch immer wieder hin, sind aber dann trotzdem bei dem klassischen Konzept rund Motor-Heck-Antrieb geblieben. Von dem Charakter her und von der Optik würde ich sagen, ja, total. Eine spitze, aggressive Front haben viele Autos. Aber dadurch, dass der Vorderwagen jetzt so im Verhältnis kurz ist, wie zu einer anderen klassischen Corvette, Fahrerkabine hier vorbei. Wir sind hier einen Tick über der Mitte des Fahrzeuges und dann kommt das hier hinten dran. Das war ja vorher alles andersrum.
Und wenn da kein Corvette-Logo drauf wäre, würden folgende Marken für mich draufstehen dürfen. Honda NSX, Ferrari. Es dürfte sogar auch McLaren draufstehen. Ja. Es dürfte draufstehen Maserati. Alles Mögliche. Mhm. Es ist schon sehr, sehr, sehr mutig und sehr wertig und schon sehr gestylt und sehr scharf. Also und sehr neu im Vergleich zu der C7, oder? Das ist von der Form alles wirklich neu. Ganze Autos neu. Kaum zu erkennen. Ja. Also Rückleuchten, ja. Ja, ja. Scheinwerfer ganz anders? Alles, ja, ja, komplett. Ja, Rückleuchten, dieses Element ist halt übernommen worden, ne? Ja. Aber das ist auch gut so, ne? In gewissermaßen musst du dir ja auch treu bleiben in ein paar Eckpunkten. Ja. Aber sonst ist das ein neues Auto und der Charakter ist nicht mehr da von der alten. Ich bin so ein paar Meter gefahren, also vom optischen her ist er nicht mehr da. Ja. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Endrohre vor allem, wie das Lenkrad. Ja, die Endrohre finde ich nicht schön. Das sage ich ganz klar. Aber da bin ich auch dankbar für, weil dann kann man wieder was machen an dem Auto. Weil ich glaube, klassische schwarze Endrohre würde dem Auto sehr gut stehen. Ja. Boah, ey, die Namen. Reven, Geiss, nee. Revenge is coming, aha. Wo ist the latest shit? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Ich sehe so ein paar Prints. Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Ja, guck mal. So zusammengeschrieben bei Insta ist das aber echt schwierig. Revenge is coming. Wie findest du die Verarbeitung im Innenraum? Das ist eine Innenraumfrage. Ja. Ja, aber wir sind jetzt ein paar Meter gefahren. Ach so. Ja. Unfassbar hochwertig. Ja. Unerwartet. Für ein Preislevel unter 100.000 Euro. So noch nicht gesehen in Verbindung mit der Verpackung draußen. Keinerlei Mängel, die ich gesehen habe. Nichts, was mich irgendwie stört. Wenn ich geschmunzelt habe über das eckige Lenkrad, juckt einen Toten. Super toll. Also Innenraumverarbeitung. Und natürlich kommt jetzt wieder der Miesräder, sagt, ja, das ganze Plastik. Ja, Digga, was soll das sein? Gold? Ne? Kunststoff ist nun mal das Verarbeitungszeug, was du halt heutzutage nimmst. Und das Auto ist viel aus Kunststoff, ne? Weil ich würde jetzt mal so frech sagen, Kunststoff, Metall, Kunststoff, schwer zu sagen. Ne, da ist relativ viel Kunststoff dran, ja, und so what? Aber die Innenraumverarbeitungsqualität, finde ich, kann mit eigentlich jedem mithalten, würde ich sagen, ja. Aber dann bin ich mal aufs Gewicht gespannt von dem Teil. Mhm. Wer weiß, vielleicht holen wir uns ja so ein Auto. Ich bin jetzt gerade schon, ich finde zum Beispiel, das ist ein super geiles Element. Auch wie lange es so ist in Verbindung mit dem Auto, von der Form. Also ich bin gerade sehr angetan. Auch Preis-Leistung bin ich sehr angetan. Wie findest du die Hupe? Ach ja. Langweilig. Verhalten so schon. Ja. Was. Verhalten. Ja. So, nächste Frage. Von Jannis AGNR. Wie lange braucht man, um das Dach abzubauen und im Kofferraum zu verstauen? Okay. Ich wüsste nicht mal, wie ich da anfange. Ich mit dem bin Dach. Euer Slave. Ich mach das. Okay, warte. Ich mach meine Uhr hin. Auch die Plätze fertig. Los. Ich weiß es nicht. Oder hin. Ich glaube, das Dach muss da hin. Oh, die Knöpfe. Oh. Hä, wo soll denn das hin? Einrastnase. 57 Sekunden. 57 Sekunden und ich wusste nicht, wie es vorher geht. Das hat mich aber echt gewundert, dass er jetzt schon so schnell... Also unter einer Minute, ohne es vorher gemacht zu haben und Knöpfe suchen. Also ich würde sagen, du schaffst es als Geübter in 40. Ja. War schwer das Dach? Nee. Auch ganz leicht. Und ganz leicht. Wie sieht der denn so aus? Oh, sehr geil. Übel, sehr gut, ja. So ein paar Meter so fahren? Können wir machen. Heizung an? Ja. Okay, aber nächstes Mal. Hören wir nur nicht. Die Box habe ich vorher gar nicht gesehen. Zieh dir mal die Box rein da. Was steht denn da okay, drauf? Nächstes Mal. Stingray. Ja, Moment. Auch eine ganz neue Frage von protogain-gte. Hallo protogain-gte. Wie viele Schritte benötigt man, um die Corvette zu umkreisen? Mhm. Also, fangen genau hier an. Ja. Eins. Sieben. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Ziemlich genau 14. Ja, okay. Ich finde, wir sind heute sehr kreativ. Marius 69, wie findest du die Preis-Leistung? Sehr gut, unter dem Aspekt, dass die Industrie es gerade nicht so super einfach hat und vor allen Dingen Sportwagen ungeliebt sind. Dieses Auto ist eine komplette Neuentwicklung, was bedeutet sehr viel Geld. Mhm. Hätten die von der C7 die C8 einfach weiterentwickelt, mit vielen bestehenden Gleichteilen, wäre das günstiger gewesen. Aber in einer Marktlage, wo Sportwagen eigentlich eher weniger verkauft werden, so ein Auto auf den Markt zu bringen, extrem gut. Und dann in Amerika mit einer kleineren Bremse, anderer Motor und all sowas, das Auto für um die $60.000 anzubieten, unfassbar. Unfassbar. Der Rest wird sich ja zeigen, ne? Ob sich das wirklich, ob es gerechtfertigt ist. Weil Preis. Selbst so, guck mal, die Deutschen machen das so, die importieren das Auto ja, machen TÜV drauf und wir haben ja dann diese Premium Super Edition für 99.000. Mit Rabatt, keine Ahnung, 90 irgendwas, okay? Für das Geld kriegen wir in Deutschland nicht 8-Gang-Doppelkupplung mit Dach offen, V8, 6,2 Liter in, wie sie sagen, 2,9 Sekunden auf 60 Meilen. Das kriegst du nicht für das Geld mit der Optik. Okay, hast du kurz gerade angerissen, eine Frage von Nico, das Infotainment up to date? Absolut, absolut, gucken wir uns gleich an, wenn wir drin sind, würde ich sagen. Aber Auflösung war schon mal auf jeden Fall vielversprechend, auch ich meine, ne, von der Wertigkeit so. Aber ich dachte, wir machen Außenfragen. Gianni BE36, das wäre auch was bezüglich Innenraum. Gibt es wieder ein Geheimfach hinterm Radio wie in der C7? Das hatte ich total vergessen. Das hat ja, Mann, auch, ne? Ja, Mann. Also ich, das hatte dich aber auch. Nein, wird es nicht geben. Gibt es nicht. Da habe ich auch irgendwas vergessen drin, dann wo der Wagen Handy? Zu Jam ging. Nee, nicht Handy. Irgendwas lag dahinter. Ja, dann können wir uns in den Innenraum schwingen. Ja, sollen wir mal probieren, offen zu fahren? Ja, versuchen wir mal. Dauert nur 6 Sekunden zum Zumachen. Hoffentlich, genau. Okay. Hoffentlich geht das mit dem Ton dann. Ja. Ist eigentlich genau. Ja, wir fahren ein paar Meter und machen wir gleich wieder zu. Ist genau bündig. Er ist kalt. Die Rübe kriegt ein bisschen was ab schon mal. Ja. Alter. Also vom Charakter dieses durchdrehende Räderding, und wir sind ja nicht eine Z06, haben die Amis sich gedacht, das behalten wir bei. Aber können wir gleich mit einer Frage verbinden. Max-Heinz fragt nämlich, hat der Sound, wenn wir das Dach schon offen machen? Ja, perfekt. Okay, ich mach mal hier auf manuell. Mittendrin. Sound ist besser mit Dach zu, weil es mehr in diesem Innenraum gefangen wird, der Sound. Es macht Bock, das Auto. Es macht echt Bock. Ist ein schöner Kompromiss noch zwischen einem Auto, was modern ist, aber dich trotzdem noch fahren lässt. Mhm. Ne? Also ich bin gerade... Einen ganz eigenen Charakter. Ja, ich bin gerade... Als ob es das noch nie gab. Also es ist nicht so korvettig. Max M-CL fragt, was fällt dir im Vergleich zu deiner damaligen Corvette auf? Was ist besser, was ist schlechter? Fahrwerk. Du hast bei der C7 immer noch gemerkt, dass das Auto basierend war auf einem amerikanischen Blattfederkonzept. Wenn ich jetzt hier so durchfahre, ja, der Reifen ist immer noch kalt, wir haben so 3 Grad Außentemperatur. Dämpferpaket zu Chassisstabilität, zu Gewichtsverteilung ist das Auto super, guck mal, merkst du das? Ja. Super modern. Und ganz feinfühlig ansprechendes Fahrwerk, also wirklich auch selbst für andere Hersteller, also sehr gut funktionierendes Auto. Die alte Corvette war deutlich unterhaltsamer und war wilder, was ich gut finde. Ne? Also so Kurve fahren, Gas geben, mit Korrektur und machen und tun, Auto einfangen. Aber hat dir schon einen Kackstift verpasst, die alte? Genau, volles Rohr, einen Kackstift in die Hose geschossen. Okay. Und das ist hier nicht so das Gefühl. Du hast das Auto hier mehr in der Hand. Ne? Ja. Ich kann das Auto besser kontrollieren und korrigieren. Wenn ich so mache, habe ich halt nicht diesen fetten V8 Kompressor davon auf der Vorderachse liegen, sondern das ist jetzt alles schön gleichmäßig verteilt. Kann aber auch sehr snappy werden, wenn man zügiger fährt. Ne? Also wenn er in den Drift kommt, dass das Auto schnell verlieren kann. Das kann da passieren. Ich bin sehr begeistert. Und ich finde das besser hier. Auch Gesamtpaket, Verarbeitung, wirklich auch alles, Optik, oder? Optik ist, finde ich besser, das Dach hier mit den Nähten, alles ist wirklich. Also toll. Man muss hier auch vergleichen, nicht die Z06, die ich hatte mit dem, sondern das ist ja noch C8, muss man mit C7 vergleichen. Siehst du eine serienmäßige C7, wir machen mal ein Bild rein, da machst du auch so, okay, krass, das ist so ähnlich wie der Supra-Vergleich. Mhm. Man zeigt immer die voll umgebauten Autos, das hier ist
Das normale Auto. Der Bomber kommt noch. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Swiss Tuning Kult. Ist das American Feeling da oder ist es mehr ein europäischer Sportler? Top Frage. Es wird schon fast europäischer, finde ich. Ich würde auch sagen, 51%, nee, 60% europäisch und 40% noch amerikanisch. Nein! 70% europäisch, ja. Und nur noch 30% amerikanisch. Und das Amerikanische, was ich hier spüre, ist das. Der dreht auch amtlich. Also 70-30. So. Die könnten, wie gesagt, auch ganz andere Logos draufstehen. Und ich glaube, dem Laien, wenn du denen mal sagst, das ist ein amerikanisches Auto, glauben das wenige. Ja. Wenn alles, abkleben würde. Was erinnert dich jetzt noch ans Amerikanische? Außer Sound? Der Sound? Noch irgendwas? Man erkennt nicht mehr viel Amerikanisches. Was irgendwie sehr cool ist. Ja, schon. Klar, für den Spirit ist ja, das ja, natürlich ja. Mal schlecht, aber so ja, ja. Für uns ist es super. Ja. Ja, okay. Nächste Frage wäre ja. von CLR BLND Visuals. Wie? Was ist das für ein komischer Name? Ich weiß nicht, so richtige Scheißnamen haben die Leute okay, manchmal. Ne? Okay. 100-200? Fragezeichen. Okay. Ja, gucken wir. Ja. C, 8,44 Sekunden. Aber ich möchte gerne eine Sache machen eben. Ja. Das fragt, glaube ich, JPK ja. 80. Ja. Wie Topspeed-Verhalten ist. 140, 60, 80, 200. Bremsdruck nötig, ich weiß es nicht, was hier eher aufgibt, ob es die Klötze oder die Scheiben sind, aber er fühlt sich auf der Bremse gerade nicht ganz so angenehm an, würde ich im Auto aber nicht gerade ankreiden, sondern würde ich eher auf den Verschleiß tippen, weil hörst du das Rubbeln beim Bremsen? Ja, dieses ja. Aber der soll, glaube ich, laufen 315 oder 320 km/h. Das ist ordentlich. Was ich auch ordentlich finde. Okay, nächste Frage. So, nächste Frage von Big1608P. Wie findest du das fahrerorientierte Design? Nervt es den Beifahrer? Frage an dich. Ja. Stört dich die Wand hier? Mich stört es eigentlich absolut nicht. Außer, dass man vielleicht eventuell halt mit dem Ellenbogen, ich weiß, könnte ich mir gut vorstellen, dass du dann mal irgendwie, weil das ist halt schon, das ist schon ungewohnt, dass du dann hier schon die Knöpfe hast. Aber du bist auch jemand, weil ich bin mit Nobby schon sehr viel Auto gefahren, ja. Du bist auch jemand, der mal so sitzt. Ja, 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 doch. Ne, doch genau, ja, das ist so eine Haltung, so die du mal machst. Ist oder in die, ja. Ja. Da ist es schon, aber es stört mich jetzt nicht. Das Knie ist so ein bisschen, das wird, hier wird es so ein bisschen halt weggedrückt. Mhm. Aber jetzt als störend empfinde ich das nicht. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn man hier drin sitzt. Wie in so einer Kapsel, ja. Ne? Du bist hier so eingeschlossen. Also ich find's super. Ich mag das sowieso, wie im Supra auch, im alten MK4, da hast du das Gefühl, dass von diesem Jet. Also, auch wenn du schnell fährst, so alles spielt sich so um dich rum ab. Finde ich sehr, sehr, sehr angenehm und sehr. Also, ich finde das ganze Auto gerade sehr, sehr verlockend. Mhm. Ich sehe die Kommentare schon. Der hat doch eh schon unterschrieben und nur nie gekauft. Nee, ich denke, ich würde warten auf die große. Aber das ganze Konzept an Auto hat mich jetzt schon hier sehr, sehr, sehr überzeugt. Mhm. Das ist ja. Erstmal Eindruck. Oder? Hast du irgendeinen Punkt, wo Nein. du sagst, wenn die Bremse jetzt noch sauberer laufen würde, ich bremse jetzt einmal hier härter in der Ausfahrt. Hinter uns ist niemand. Wir fahren jetzt 117 Tacho und machen eine harte Verzögerung. Da passt sie, absolut. In dem bissigen Moment passt das sehr gut. Aber in dem Ranbremsen ja. Ist es unangenehm gerade. Nils Bause fragt, vergleichbar mit deutschen Autoherstellern? Ist 90% ja. Und das ist schon eine hohe Aussage für einen nicht-deutschen Hersteller. Ja, also mit der alten Corvette hätte man das, glaube ich, nicht gesagt, ne? Nee, hätte ich auch nicht. Alleine, was hier ein großer Unterschied ist, bei der alten Corvette, wenn die in der Sonne stand, hast du immer noch den GFK-Geruch gehabt. Die gaste immer noch so leicht nach und du hattest diesen Geruch,
von dem Kunststoff. Also das Auto ist ein vollwertiger, toller Sportwagen aus egal welchem Land. Der ist vom Planet Erde. Und hinkt den deutschen Autoherstellern jetzt in keinster Weise nach, finde ich. Nee, finde ich auch. Bist du halt als Fahrer. Nee, also das Gefühl habe ich auch. Und es gibt auch tolle Innenraumfarben. Also ich habe jetzt schon Lust aufs Auto. Es gibt so ganz funky Blau und Rot und sowas, glaube ich. Und ich glaube, ich würde den blauen Innenraum nehmen. Mit Rot hast du eh abgeschlossen. Mit Rot bin ich fertig. Das habe ich verstanden, dass das so gut funktioniert. Aber einen sehr geilen Blauton. Können wir ein Bild reinmachen. Das wäre meine Wahl, denke ich. Mhm. Sollen wir zur nächsten Frage gehen? Ne? Mhm. Jetzt haben wir Reisegeschwindigkeit erreicht. Simon 71 2001. Wie ist der Komfort in der C8? Bei allen Corvettes war der Komfort immer sehr hoch. Im Lastenheft ist das Thema Komfort immer sehr hoch gewesen. Mhm. Immer. Das war bei der Z06 selbst sehr gut. Und in Sachen Komfort würde ich auch sagen, von allen GTs, die es so gibt, ist die Corvette allgemein sehr, sehr, sehr hoch angesiedelt. Sie ist jetzt gerade, sie ist komfortabler als sportlich. Weil ich glaube eher, dass wenn wir gleich etwas fixer fahren, dass sie da ins Hinken kommt, dass sie zum Beispiel nicht ganz so die Seitenführungskräfte hat. Von der Auslegung her ist das ein schnelles, komfortables Auto. Okay. So super sportlich ist es nämlich gerade nicht. Und wir fahren jetzt hier schon in Performance. Wir können aber auch, glaube ich, das Auto auch voll einstellen. Ne? Das heißt, wir können hier so User-Modes und so machen. Ein bisschen individualisieren. Mhm. Hier, Data Recorder hat er auch sich gerade, PDR. Das heißt, dieses Auto filmt und nimmt dich auf. Mhm. Ja, natürlich nur auf abgesperrter Rennstrecke. Dann kannst du dann hier die SD-Karte da vorne reintun, denke ich mal, wie bei der alten Corvette. Und dann kannst du hier filmen und kannst deine Rundenzeit, kannst Overlays machen, wo du bist auf der Rennstrecke und so. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, was wirklich extrem ist, dass du das Auto ja dann 2021 bestellst, jetzt wirklich einmal festhalten, du kaufst einen 6,2 Liter V8 Sauger. Das ist eine Sache, die gibt es nicht mehr. Der neue C63 bekommt einen 2 Liter Motor. Im Vergleich ist das schon ein bisschen. Also ein zweiter Vierzylinder und du kaufst hier noch einen nicht turboaufgeladenen, echten Sauger. 6,2. Das ist für die Zeit wirklich ungewöhnlich. Genau, dafür mal einen ganz kleinen Applaus. Ja, die nächsten Fragen, die beziehen sich schon fast so alle auf Lassisee-Niveau. Dann fahren wir da jetzt hin. Bis gleich. Auf der wunderschönen Lassisee. Bei Sonnenschein, aber trotzdem nass. Los geht's. Ja, dann ein nächste Frage. Pascal Schwabe fragt, wie viel Max rückwärts? Kriegen wir hin. 50. Aber fährt langsam rückwärts los. Manche Autos sind echt unangenehm beim rückwärts losfahren. Aber wir können mal gucken beim Mittelmotor, ob wir jetzt rückwärts so driften können. Ich finde, das sind wichtige Fragen. Rückwärts driften? Ja, was er jetzt so macht, wenn ja, ich jetzt ja. so mache. Ne? Oh, Alter. Oh. Boah, Alter, ist mir schlecht. Da kriegst du aber einen Drehwurm, ne? Oh, jetzt ist mir schlecht. Das ist aber wirklich extrem. Ja, weil er dann halt nur Front und, genau. Und uns dann so rumwirbelt. Genau, jetzt muss er. Boah. Richtig Grip. Der hat richtig Grip dann. Das empfehle ich mal jemandem. Wenn einer eine freie Fläche hat, das muss er mal machen mit so einem Auto. Ja. Also das ist mehr als Achterbahn. Aber den kriegst du ja nicht umgeworfen. Nächste Frage. So, nächste Frage. Tim-MRF, geht der quer? Das ist ernst eine Frage? Okay. Sollen wir sie kombinieren mit einer anderen Frage? Geht das denn? Ich kenne die Frage nicht. Wir können die kombinieren, ja. Okay. Das wäre kein Problem. Das wäre in Kombination mit von der Frage von Tim Böttcher 97. Wie lange schwarz? Schlecht. Noch eine frische Luft? Oh, leck mich funny. Ja? Wie lange schwarze Spuren kann man damit auf den Asphalt zaubern? Heute? Mhm. Ja, okay, gucken wir mal. Also, wir machen es jetzt zusammen, habe ich gerade überlegt. Weil es war ja klar, dass die Frage kommt. Wie ich rangehe, wie ein Auto sich verhält beim Querfahren. Weil ich bin jetzt noch nicht quer gefahren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Also, wir haben jetzt alle Systeme aus. Und wir gucken uns das mal an. Wir gehen in den M-Modus. Wir sind in Performance. Warte, wir können hier noch den Mode wechseln. Hey! Ah, da sehen wir sogar die Sperrwirkung. Ne? Mhm. Da sehen wir sogar die Sperrwirkung. Wenn wir ja, aber wir brauchen auf jeden Fall gleich eine Zeitlupe. Von dem? Von dem Drift.
Ach so, okay. Boah, mir ist echt ein bisschen schlecht vom Rückwärtsfahren. So, was ich mache, ich fahre ran, zweite Gang und mache mal einen vernünftigen Lenkwinkel und gib mal... Oh, Alter! Kranker Scheiß! Der da war gepackt. Genau das, was du gesagt hast vorhin. Boah, mir ist jetzt doppelt schlecht. Okay, wenn das Auto sich so verhält, dann gehe ich erstmal auf eine Freifläche und guck mir an, wo der Kippmoment ist, wie viel Grad Winkel er so schön zulässt. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier hin. Zum Beispiel hier. Oh, mir ist echt jetzt schlecht. Gehen in den ersten Gang und gucken uns mal an. Dafür zu bekommen, wo ist er so. Das war jetzt der erste Gang. Jetzt machen wir das mit dem zweiten Gang. Der zweite Gang deswegen, jetzt haben wir eine höhere Raddrehzahl. Mhm. Ne? Der Motor wird die Kraft, denke ich, haben. Und jetzt machen wir es im zweiten Gang. Bedeutet, die Hinterachse dreht jetzt in der Regel doppelt so schnell. Oder nicht ganz. Okay, wird schon schwieriger. Was mir aufgefallen ist, in M fängt er immer noch an, hat den Gang runtergelassen. Mhm. Kann aber daran liegen, dass er über die Vorderraddrehzahlsensoren sieht, wir sind sehr langsam von der Fahrgeschwindigkeit, versteht aber nicht, dass wir driften und wir haben auf der Hinterachse die und die Motordrehzahl. Mhm. Somit hat er mir jetzt gerade, obwohl wir in M sind, manuell, und in der 2 hat er mir in den ersten Gang geschaltet. Mhm. So, jetzt wissen wir ja schon mal grob, wo er sich so bewegt, okay. Ja, schwierig zu driften. So korrektig. Ja, jetzt gehen wir da hinten über die Kuppe. Da ist es ja so, dass das Auto eigentlich von alleine in den Drift geht. Das werden wir das Auto jetzt auch machen lassen. Das heißt, wir werden ihn gar nicht so in den Drift zwingen. Wählen mal den dritten Gang. Fahren das eigentlich nur zügig durch. Okay. Aber das hat man mit der alten Corvette auch. Ja, war auch so. Liegt das am Radstand, dass dieses Nee, langer Radstand ist eigentlich, wenn er im Drift ist, eigentlich ganz schön. Aber jetzt hier für diese engen Kurven und nicht unser Auto, relativ schwierig. Ja. Aber es geht. Also ich bin jetzt auch gerade noch ein bisschen auf Bauchschmerzkurs hier. Wir machen jetzt mal einen schönen hier. Wenn Reifen warm, Bremse warm, wird das Auto auch ein bisschen schöner auf der Bremse. Da haben wir es doch. Alter. Junge. Ja. Okay, was man merkt ist, deswegen habe ich mich auch gerade so schwer getan. Ja, es ist nicht so einfach zu driften wie sonst immer. Dass das einfach so ein, wie diese M4s und all diese anderen Autos, die einfach so, boom, instinktiv querfahren wie alle. Das ist schon ein rein rassiger Mittelmotorsportwagen. Der will das eigentlich nicht. Ja? Der ist eigentlich gemacht, um schnelle Rundenzeit zu fahren, ist super ausgewogen. Und deswegen ist der auch einfach nicht so super easy, um die Kurve zu ballern quer. Ja, okay, aber er geht quer. Wie lange die Streifen sind, können wir da hinten mal eben zählen. Der eine, der da rumging. Das war die letzte Frage? Das war die letzte Frage. Ja, steigen wir jetzt aus. Ja. Von hier. Mhm. So, okay, ready? Ja. 1, 2, 3. Meter. Ja, guck mal, ist ganz ordentlich. So, mit dem kodderigen Bauch, Nobby geht es auch nicht mehr ganz so taufrisch, gehen wir jetzt rüber in den Porn von diesem wunderschönen Auto und dann sehen wir, denke ich mal, auch diesen Drift nochmal von draußen. Ja. Weil wir ja gerade beide im Auto waren, deswegen macht der Cremo den nochmal. Sehr gut. Tschüss. Sehr schön.